Und damit begrüße ich euch zur 10. Folge Assassin's Creed Odyssey, das Vermächtnis der letzten Klinge. So, ich würde sagen, wir starten, denke ich mir mal, in die letzte Quest und schauen mal, wie lange wir da brauchen. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall nichts mehr. Also halt hier so Haus des Anführers und sowas, aber das mache ich jetzt nicht. Wir werden jetzt hier oben hinschauen. Vermächtnisquest, ja, das ist dann, wenn wir alles eliminiert haben. Erreiche den Wald des Jägers. Genau das machen wir jetzt, Leute. Wie hieß er, dass es dann durch so einen kleinen Spalt auf so eine Lichtung geht? Und ja, schauen wir mal. Hören wir auf jeden Fall mal unser Pferdchen. Wir reiten einfach einmal rum, würde ich sagen. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ruhig ein bisschen Support da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Also ein Däumchen nach oben oder sowas. Alles gern gesehen. So, jetzt sind wir auch schon da. Erreiche den Wald des Jägers. Okay, das haben wir. Und da kommt sie. Der Jäger. Du hast im Sumpf getötet. Du sollst die Wahrheit erkennen, Cassandra. Du bist keine Heldin. Okay, wir sind mal ein bisschen hochnäsig. Ich bin mehr als eine Heldin, Jäger. Ich bin dein Untergang. Du bist ein Verdorbener. Das Blut in deinen Adern hat die Macht, Königreiche und ganze Zivilisationen auszulöschen. Du könntest diese Welt verbrennen. Wir müssen dich zuerst verbrennen. Du weißt nicht, was ich tun oder wer ich sein werde. Ich entscheide mein Schicksal und meine Zukunft. Und ich habe mich entschieden, eine Gefahr für dich und deinen Orden zu sein. Und jetzt? Alter Schwede! Ziel, Mensch! Mal Heilung hier. Ja, stimmt. Ich hab halt mein Schild hier weg, bevor du mit mir kämpfst. Oder du? So, mein Kleiner. Komm mal hier. Komm, du kriegst einen schönen Tod. Einen gescheiten Burst Damage bekommen zum Anfang. Okay. Sieh dein Geschenk an sie. Den Tod. Sieh nur hin. Erinnerst du dich an ihre Schreien? Lastet es auf dir.
all das Elend, das du verursacht hast? Wenn du deine Tiere so liebst, dann schick sie nicht in den Tod. Du störst die natürliche Ordnung. Und deshalb bist du unnatürlich. Es wird mir eine Freude sein, die Ordnung wiederherzustellen. Um dich zu Staub zu zertreten. Oh, das haben schon mehrere gesagt. Zeig dir doch mal. Ernsthaft, oder was? What? Alter Schwede. Alter, will mich ja verarschen. Warum haben wir jetzt so viel Schaden bekommen? Vor allem gibt es so zwei Eier, dass hier noch so ein komischer Söldner rumeiert. Ich muss mal schauen, ob wir das Kopfgeld entfernen können. Vielleicht kommt der ja dann gar nicht. Oh, kann nichts machen. So, warte mal, können wir? Weltkarte nicht verfügbar, so ein Scheiß. Wo sind der Penner? Ah, super, jetzt kommt der scheiß Söldner. Sehen auch nicht. Den hier umlegen. Okay, der hat sich selber umgebracht. Schau, wo er ist hier. Hier irgendwo. Mehr Glück dabei. Okay. Schauen wir mal jetzt, ob wir das Kopfgeld entfernen können. Genau. Schon ein bisschen besser. Du
Finde dich, Jäger! Du hast ganze Dörfer verbrannt. Sie vergiftet. Der Orden tötet Hunderte, um euch daran zu hindern, Tausende zu töten. Wo ist denn der? Ist der jetzt irgendwo in so einer Höhle drin, oder was? Warte mal, schau mal hier runter. Spalt in der Wand. Da, genau. Hier könnte der Jäger durchgeschlüpft sein. Du bist eine Kreatur des Chaos, Sandra. Was du dann hörst, stirbt schreiend. Ein Wurm sein musst. Mag der Wälder wiedersehen, und Penner. Ein geiler Kampf. Geile Sache. Es ist vorbei, Jäger. Das glaubst du also? Nein! Beeindruckend. Hab's mir leicht gemacht. Artabanos! Der Verräter persönlich. Dann bist du also Artabanos. Pack dir es. Nach allem, was du dieser Familie angetan hast, wie fühlt es sich an, dass sie dich jetzt sterben sieht? Das hat Artabanos dir erzählt. Er fing damit an. Wovon redet er? Wir vertrauten ihn, liebten ihn. Wir waren wie Brüder. Doch er richtete sein Schwert gegen uns. Hast du den Preis nicht bedacht? Sie wären am Leben. Deine Mutter, deine Geschwister. Du gehörst zum Orden. Lügen sind dein Geschäft. Warum sollte ein Sterbender lügen? Dareios, sag etwas. Ja, Dareios. Erzähl von unserem Versprechen. Persien zu schützen. Unsere Kinder. Ihre Zukunft. Doch. Warum? Warum hast du uns dann verraten? Um das Versprechen zu halten. Es wird Zeit, dass du die Wahrheit über Artabanos, den Beschützer Persiens, erfährst.
Wir täuschen einen Frontalangriff auf den Konvoi vor, um so Xerxes Streitkräfte wegzulocken. So bekommst du eine Chance. Xerxes wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Morgen stirbt der Tyrann des Ordens. Und Persien ist wieder sicher. Es wird immer Tyrannen geben. Und wir werden immer da sein, um sie aufzuhalten. König Xerxes war tot, doch sein Sohn führte sein Vermächtnis fort. Der neue König muss sterben, Amorges. Wir können nicht alle unsere Probleme töten. Artaxerxes ist jetzt König. Sein Vater und dessen Vater waren Marionetten des Ordens. Beim Orden dürfen wir kein Risiko eingehen. Was, wenn der Orden nicht unser Feind ist? Sie sind mächtig. Wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten, können wir Persien vielleicht besser beschützen. Artaxerxes stirbt. Wie jeder, der mit dem Orden im Bunde ist. Okay. Wie ich vermutet habe. Ich kann dich nicht hineinlassen, Artabanos. Sie kamen zu dir? Nein. Ich ging zu ihnen. Dieser König hat nichts getan. Noch nicht. Wachen! Verräter! Amorges schloss sich dem Orden der Ältesten an. Von jenem Tag an brachte er den Jäger dazu, uns und die Verdorbenen zu vernichten. Mein engster Freund, der so vieles mit mir durchstand, den Krieg. Deine Geburt. Als er die Wachen rief, hat er unsere Familie verdammt. Du hast uns verdammt, als du dein Schwert gegen den Orden gezogen hast. Denkst du überhaupt je an die, die du getötet hast? Mutter, meine Brüder und Schwestern? Mich? Mein Sohn. Ich denke an nichts anderes. Paktiers Tod wird ein Fanal für den Orden sein. Amorges und all sein Zorn werden Makedonien treffen. Vater, wir können nicht bleiben. Ich packe alles zusammen. Geh. Ich muss einen alten Freund begraben.
Okay, alle Hinweise entdeckt. Okay. Raubtier und Beute. Begib dich zum Versteck. Orden des Jägers. Okay, das machen wir doch gleich. Krass, Zeug, ey. Ich muss sagen, das DLC ist zwar kurz, ich denke mal, dass es nicht mehr so lange gehen wird, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Das ist ja das Allerwichtigste. Und wir bekommen ja bald noch das nächste DLC. Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht, was die uns jetzt erzählen. So, geh halt hier hoch. Was ist denn jetzt? Cassandra. Manchmal denke ich an ein einfacheres Leben. Ein Stand auf der Agora, Fisch. Und ich zeige meinem Sohn, wie man ihn fängt. Sehnst du dich nicht nach so einem Leben? Ich kämpfe für das Gute, für die Menschen, die ich liebe. Doch gerade die verletzen wir am meisten. Immer. Natakas, denk an den Mantel. Er wird dich auf dem Weg wärmen. Glaubst du, dass wir uns je wiedersehen? Klar. Na klar. Wie kannst du dir sicher sein? Vertrau mir. Paktias ist tot, aber der Orden lebt weiter. Und mit Amorges an der Spitze ist keiner von uns sicher. Er wird uns mit allem angreifen. Mit Kriegern, Klugheit... und List. Er wird dich immer jagen. Oder uns. Gegen uns hat er keine Chance. Okay, Leute, ich glaube, das war's dann auch schon mit dem Add-on oder DLC. Sagt dazu, wie ihr denkt. Coole Sache auf jeden Fall. Und ich bin echt schon aufs nächste gespannt. Aber da haben wir noch einiges zu machen. Ich will ja Level 70 noch irgendwie schaffen. Also das heißt, noch leveln ohne Ende. Also ich denke mit Kopfgeld, Aufträge oder Arena halt. Dann werde ich es machen. Sie sind noch da draußen.
Okay, dann könnten wir doch mal schnell die Rüstung anlegen. Schauen wir uns, wie die aussieht. Komplett persische Rüstung. Die Vermächtnisquest haben wir immer noch. Warte darauf, dass dein Vermächtnis fortsetzt. Okay. So, dann schauen wir jetzt aber nochmal ins Inventar. Armschienen. Brustschutz. Höschen. Und die Schüchen. Genau, das wäre jetzt komplett Rüstung, die wir freigeschaltet haben. Oh, ist jetzt nicht so der Hit, finde ich. Aber okay. Gut, dann schauen wir doch nochmal schnell in die Trophy-Liste. Trophäen, 80%. Ah, das ist das andere, das hier. Wir brauchen hier noch ein bisschen was. Töte den makedonischen Löwen. Vollende ein eiliges Attentat mit 4 Verkettungen mit dem Stolz des Löwen. Keine Ahnung, wie das geht. Den makedonischen Löwen müssen wir töten. Das wird der Anführer sein, denke ich mir. Und das hier, ja, ich würde sagen, das mache ich dann offscreen, Leute. Wir sehen uns dann auf jeden Fall, denke ich mal, wieder zum nächsten Add-on, zum nächsten DLC. Genau, dabei schaue ich noch, dass ich die restlichen Trophys hier mache. Sind aber noch 2 und dann haben wir das hier auch erledigt. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Wenn ja, lasst mir doch einen Like, Kommentar oder Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Und ansonsten, ja, wir sehen uns im nächsten DLC oder auch zum nächsten Let's Play. Also schaut immer wieder mal rein auf meinen Kanal und dann seht ihr schon, was gerade aktuell läuft. Natürlich bin ich auf Twitter unterwegs, also da könnt ihr auch nachschauen und Facebook und überall eigentlich. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.